Hallo, mein lieber Enkel. Heute lese ich dir das Märchen vor von Hänsel und Gretel. Es war einmal ein armer Holzbauer, der lebte mit seiner Frau und zwei Kindern in einer dürftigen Waldhütte. Die Kinder hießen Hänsel und Gretel. Und wie sie so heranwuchsen, gebrach es immer mehr den armen Leuten an Brot. Auch wurde die Zeit immer schwerer und alle Nahrung teurer. Das machte den beiden Eltern große Sorge. Eines Abends, als sie ihr hartes Lager gesucht hatten, seufzte der Mann: »Ach, Frau, wie sollen wir nur die Kinder durchbringen, da der Winter herankommt und wir für uns selbst nichts haben?« Und da erwiderte die Frau: »Keinen anderen Rat weiß ich, als dass du sie in den Wald führst, je eher, je lieber. Gibst jedem noch ein Stücklein Brot, machst ihnen ein Feuer und befiehlst sie dem lieben Gott und gehst weg.« »O lieber Gott, wie soll ich das vollbringen an meinen eigenen Kindern, Frau?« fragte der Holzbauer bekümmert. »Nun wohl, so lass es bleiben«, fuhr die Frau böse heraus. »So kannst du uns allen schon ein Grab schaufeln und die Kinder Hunger sterben sehen.« Die zwei Kinder, welche der Hunger in ihren Moosbettchen noch wach erhielt, hörten mit an, was die Mutter und der Vater miteinander sprachen, und das Schwesterchen begann bitterlich zu weinen. Hänsel aber tröstete es und sprach: »Weine nicht, Gretel, ich helfe uns schon.« Wartete, bis die Alten schliefen, wischte aus der Hütte, suchte im Mondenschein weiße Steinchen, verbarg sie wohl und schlich wieder herein, worauf er und das Schwesterchen bald entschlummerten. Am Morgen geschah nun, was die Eltern vorher besprochen. Die Mutter reichte jedem Kind ein Stück Brot und sagte: »Das ist für heute alles, haltet's zu Rate.« Gretel trug das Brot, Hänsel trug heimlich seine Steinchen, der Vater hatte seine Holzaxt im Arm und die Mutter schloss das Haus zu und folgte mit einem Wasserkruge nach. Hänsel machte sich hinter der Mutter, so dass er der Letzte war auf dem Wege, guckte oft zurück nach dem Häuschen, und wie er es nicht mehr sah, ließ er gleich ein weißes Steinchen fallen und nach ein paar Schrittchen wieder eins und so immerfort. Nun waren alle mitten im tiefen Wald und da machte der Vater ein Feuer an, wozu die Kinder des Reisigs viel herbeitrugen, und die Mutter sagte zu den Kindern: »Ihr seid wohl müde, jetzt legt euch an das Feuer und schlaft, indem wir Holz fällen. Nachher kommen wir wieder und holen euch ab.« Die Kinder schlummerten ein wenig, und als sie erwachten, stand die Sonne hoch am Mittag, das Feuer war abgebrannt, und da Hänsel und Gretel Hunger hatten, verzehrten sie ihr Stücklein Brot. Wer nicht kam, das waren die Eltern. Und nachher sind die Kinder wieder eingeschlafen, bis es dunkel wurde. Da waren sie noch immer allein, und Gretel fing an zu weinen und sich zu fürchten. Hänsel tröstete sie aber und sagte: »Fürchte dich nicht, Schwester, der liebe Gott ist ja bei uns, und bald geht der Mond auf, dann gehen wir heim.« Und wirklich ging bald darauf der Mond in voller Pracht auf und leuchtete den Kindern auf dem Heimweg und beglänzte die silberweißen Kieselsteine. Hänsel fasste Gretel bei der Hand, und so gingen die Kinder miteinander fort, ohne Furcht und ohne Unfall. Und wie der frühe Morgen graute, da sahen sie des Vaters Dach durch die Büsche schimmern, kamen an das Waldhäuslein und klopften an. Wie die Mutter die Tür öffnete, erschrak sie ordentlich, als sie die Kinder sah, wusste nicht, ob sie schelten oder sich freuen sollte. Der Vater aber freute sich. Und so wurden die beiden Kinder wieder mit Gott willkommen in das Häuslein eingelassen.
Es währte aber nicht lang, so wurde die Sorge aufs Neue laut und jenes Gespräch und der Beschluss, die Kinder in den Wald zu führen und sie dort allein und in des Himmels Fürsorge zu lassen, wiederholte sich. Wieder hörten die Kinder das traurige Gespräch mit an, bekümmerten Herzens, und der kluge Hänsel machte sich vom Lager auf, wollte wieder blanke Steine suchen, aber da war die Türe des Waldhäusleins fest verschlossen, denn die Mutter hatte es bemerkt und darum die Türe zugemacht. Doch tröstete Hänsel abermals das weinende Schwesterlein und sagte, »Weine nicht, liebe Gretel, der liebe Gott weiß alle Wege, wird uns schon den Rechten führen.« Am anderen Morgen in der Frühe mussten alle aufstehen, wieder in den Wald zu wandern, und da empfingen die Kinder wieder Brot, noch kleinere Stücklein wie zuvor, und der Weg ging noch tiefer in den Wald hinein. Hänslein aber zerbröckelte heimlich sein Brot in der Tasche und streute statt jener Steine Krümlein auf den Weg, meinte danach sich mit dem Schwesterchen wohl zurückzufinden. Und nun geschah alles wie zuvor auch, ein großes Feuer wurde entzündet, die Kinder mussten wieder schlafen, und wie sie aufwachten, waren sie allein, und die Eltern kamen nimmer wieder. Und der Mittag kam, und Gretel teilte ihr Stücklein Brot mit Hänsel, weil der seines schon verstreut hatte, in lauter Bröslein auf dem Weg, und dann schliefen sie wieder ein und erwachten abends verlassen und einsam. Gretel weinte, Hänsel aber war gottgetrost, meinte den Weg durch die Brotbröselein wohl zu finden, wartete, bis der Mond aufgegangen war, nahm dann die Gretel bei der Hand und sprach zu ihr, »Komm, Schwester, nun gehen wir heim.« Aber wie Hänsel die Krümlein suchte, war ihrer keines mehr da, denn die Waldvögelein hatten alle aufgepickt und sie sich wohl schmecken lassen. Und da wanderten die Kinder die ganze Nacht durch den Wald, kamen bald vom Weg ab, verirrten sich und waren sehr traurig. Endlich schliefen sie ein auf weichem Moos und erwachten, hungrig wie der Morgen graute, denn sie hatten keinen Bissen Brot mehr und mussten ihren Durst und Hunger nur mit den schönen Waldbeeren stillen, die da und dort standen. Und wie sie so im Wald herumirrten, ohne Weg und Steg zu finden, siehe, da kam ein schneeweißes Vöglein geflogen. Das flog immer vor ihnen her, als wenn es den Kindern den Weg zeigen wollte. Und sie gingen dem Vöglein fröhlich nach. Mit einem Mal sahen sie ein kleines Häuschen, auf dessen Dach das Vöglein flog. Es pickte darauf. Und wie die Kinder ganz nah daran waren, konnten sie sich nicht genug freuen und wundern. Denn das Häuschen bestand aus Brot. Davon waren die Wände. Das Dach war mit Eierkuchen gedeckt. Und die Fenster waren von durchsichtigen Kandiszuckertafeln. Das war den Kindern recht, und sie aßen vom Häusleindach und von einer zerbrochenen Fensterscheibe. Da ließ sich plötzlich drinnen eine Stimme vernehmen, die rief, »Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?« Darauf antworteten die Kinder, »Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.« Und aßen weiter, denn sie waren sehr hungrig gewesen und schmeckte es ihnen ganz vortrefflich. Da ging die Tür des Häusleins auf und trat ein steinaltes, krummgebücktes, triefäugiges Mütterlein heraus von nicht geringer Hässlichkeit, Gesicht und Stirne voll Runzeln, und inmitten eine große, große Nase, hatte auch grasgrüne Augen. Die Kinder erschraken nicht wenig. Die Alte aber tat ganz freundlich und sagte, »Ei,
traute Kindelein, kommt doch herein ins Häuschen, kommt doch herein, da gibt's noch viel besseren Kuchen. Die Kinder folgten der Alten gerne, und drinnen trug die Alte auf, dass es eine Lust war. Da gab es Herz, was magst du, Biskuit und Marzipan, Zucker und Milch, Nüsse, köstlichen Kuchen. Und während die Kinder immerfort aßen und fröhlich waren, richtete die Alte zwei Bettchen zu von feinen Daunenkissen und lilienweißen Linnen. Da hinein brachte sie die Kinder zur Ruhe, die meinten, im Himmel zu sein, beteten einen frommen Abendsegen und entschliefen alsbald. Es hatte aber mit der Alten ein gar schlimmes Bewenden. Sie war eine böse und garstige Hexe, welche die Kinder fraß, die sie durch Brot und Kuchen, durchs Brot- und Kuchenhäuslein anlockte, nachdem sie sie erst recht fett gefüttert. Dies hatte sie auch mit Hänsel und Gretel im Sinne. In aller Frühe stand die Alte schon vor dem Bette der noch schlafenden Kinder, freute sich über ihren Fang und rief Hänsel aus dem Bette, trug ihn nach dem eng vergitterten Gänsestall, verstopfte ihm auch, damit er nicht schreie, den Mund. Dann weckte sie die arme Gretel mit Heftigkeit und schrie sie mit rauer Stimme an, steh auf, faule Dirne, dein Bruder steckt im Stall. Wir müssen ihm ein gutes Essen kochen, auf das er fett wird und für mich einen guten Braten gibt. Da erschrak die Gretel zu Tode, weinte und schrie, half aber nichts. Sie musste gehorchen und aufstehen, Essen kochen helfen und durfte es selbst nach dem Stalle tragen und mit ihrem eingesperrten Bruder weinen. Sie selbst ward von der Hexe gar gering gehalten. Das dauerte so eine Zeit, während welcher die Alte öfters nach dem Stalle schlich und Hänsel befahl, einen Finger durch das Gitter zu stecken, damit sie fühle, ob er fett wäre. Hänsel aber steckte immer ein dürres Knöchlein heraus, und sie wunderte sich, da der Junge trotz dem guten Essen so mager blieb. Endlich war sie das müde und sprach zu Gretel, kurz und gut, heute wird er gebraten. Und machte ein mächtiges Feuer in den Backofen, der neben dem Häuschen stand. Da schob sie hernach Brot hinein, damit sie frisch Gebackenes zum Braten habe. Das Gretel wusste seines Herzens keinen Rat, und endlich hieß ihm die alte Hexe, sich auf die Schiebeschaufel zu setzen und in den Backofen zu lugen. Die Alte wollte sie nur ein bisschen in den Ofen schieben, damit die Gretel sehe, ob das Brot braun sei. Eigentlich aber wollte sie das arme Mägdlein gleich zuerst darin braten. Da kam aber das schneeweiße Vöglein geflogen und sang, hüt dich, sieh dich vor. Und da gingen der Gretel die Augen auf, da sie der alten böse List durchschaute und sagte, zeig's mir zuvor, wie ich's machen muss, dann will ich's tun. Gleich setzte sich die Alte auf den Ofen, auf das Ofenbrett, und die Gretel schob am Stiel und schob sie weit in den Backofen, als der Stiel lang war, und dann klapp schlug sie das eiserne Türlein vor dem Ofen zu, schob den Riegel vor, und da der Ofen noch erstaunlich heiß war, musste die alte Hexe darin prickeln und braten und elendiglich umkommen zum Lohn ihre Übeltaten. Gretel aber lief zu Hänsel, ließ den aus dem Gänsestall, und der kam heraus und fiel vor Freude dem treuen Schwesterlein um den Hals, küssten sich und weinten vor Freude und dankten Gott. Und da war das weiße Vöglein wieder da und auch viele, viele andere Waldvögelein, die flogen auf das Kuchendach des Häusleins, darauf war ein Nest, und daraus nahm jedes Vöglein ein buntes Steinchen oder eine Perle und trugen sie hin zu den Kindern. Und Gretel hielt sein Schürzchen auf, dass es alle die vielen Steinchen fasse. Und das schneeweiße Vöglein sang, Perlen und Edelstein für die Brotbröselein. Da merkten die Kinder,
dass die Vögel dankbar dafür waren, dass Hans Hänsel Brotkrumen auf den Weg gestreut hatte, und nun flog das weiße Vöglein wieder vor ihnen her, dass es ihnen den Weg aus dem Wald zeige. Bald kamen sie an ein mächtiges Wasser. Da standen sie ratlos und konnten nicht weiter und nicht darüber. Plötzlich aber kam ein großer, schöner Schwan geschwommen. Dem riefen die Kinder zu: O schöner Schwan, sei unser Kahn! Und der Schwan neigte seinen Kopf und ruderte zum Ufer und trug die Kinder eins nach dem anderen hinüber ans andere Ufer. Das weiße Vöglein aber war schon hinübergeflattert und flog immer vor den Kindern her, bis sie endlich aus dem Walde kamen, wieder an der Eltern kleines Haus. Der arme Holzhauer und seine Frau saßen traurig und still in dem engen Stüblein und hatten großen Kummer um die Kinder, bereuten auch viele tausendmal, dass sie dieselben fortgelassen, und seufzten noch, wenn doch der Hänsel und die Gretel nur noch ein einziges Mal wiederkämen. Ach, da wollten wir sie nimmermehr wieder alleine im Wald lassen. Da ging gerade die Türe auf, ohne dass erst angeklopft worden war, und Hänsel und Gretel traten leibhaftig herein. Das war eine Freude. Und als nun vollends erst die kostbaren Perlen und Edelsteine zum Vorschein kamen, welches die Kinder mitbrachten, da war Freude in allen Ecken, und alle Not und Sorge hatte fortan ein Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Tschüss.